Und damit hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Treelight. Mit dabei ist niemand, wie immer niemand, und ja, ich nehme noch meine Pfeile mit. Die habe ich nämlich in den Truhe gepackt, weil ich habe im Inventar ein bisschen aufgerimt. Und ja, jetzt habe ich nur wichtige Sachen drin. Ich muss meine Tür offen. Ich gehe erstmal in meinen Enchantment-Raum und schaue, ob dort irgendwas gewachsen ist. Ja, mein Sugarcane ist gewachsen, den baue ich ab. Und dann kann ich jetzt rausgehen und dort die Feldarbeit machen, weil die muss auch gemacht werden, Leute. Denn sonst habe ich nie Brot zum Essen. Aber ja, auf jeden Fall. Hey, warte! Warte du! Bleib stehen! Bleib stehen! Hey! Komm hervor! Komm hervor, was machst du hier? Komm jetzt hervor! Sofort! Sagte, komm hervor! Verdammt, du hast mich also gesehen. Ja, ich hab dich gesehen. Und du bist doch einer von den Mumien. Was machst du hier? Gib mir einen vernünftigen Grund, nicht sofort loszuschießen. Das letzte Mal, als ihr hier wart, habt ihr unsere Stadt erobert. Gib mir einen vernünftigen Grund. Ich bin nicht wie die anderen. Wie meinst du das, du bist nicht wie die anderen? Spuck's raus! Ich bin eine abtrünnige Mumie. Wie meinst du das? Komm mit. Wie kann ich dir vertrauen? Wie weiß ich, dass du mich nicht einfach abstichst und so? Wie weiß ich das? Weißt du nicht? Okay. Wo geht's überhaupt hin? Hallo? Ich hasse es, wenn Leute mir nicht antworten. Ich weiß, ich bin dem Ganzen sehr suspekt, was du hier machst. Für dich ein Weg. Wie meinst du das, für mich ein Weg? Hast du einen Warpstone oder so dafür? Wow, du bist sogar zu inkompetent dafür, einen Weg zu bauen. Typisch Mumien halt. Leute, ich weiß echt nicht, was das soll, dieser Typ. Kann ich den überhaupt... Leute, ich kann ihm keinen Schaden machen. Oh, ich soll vielleicht nicht vom Weg runterfallen. Wo geht's hin? Kannst du mir dazu irgendwas sagen? Und sind wir bald da dann auch? Also, wo geht's hin? Wir gehen zu einem besonderen Ort. Ja, jetzt sag mir, was besonders an dem Ort ist. Jetzt braucht er schon wieder einen Weg. Dieser Typ, er ist einfach... Es ist die Definition von Verwirrung. Okay. Also. Und sonst, hast du irgendwas über dich zu erzählen? Hast du irgendwas, womit ich weiß, dass ich dir etwas trauen kann? Hast du irgendwie einen Beweis dafür, dass die Mumien dich, dich rausgeschmissen haben? Hast du dort irgendetwas? Er ignoriert mich einfach, er ist gut da drin. Sind wir bald da oder sowas? Oder kannst... Oh, hallo, Charger. Oh, off. Alles zu seiner Zeit. Also, du wirst mir schon noch erzählen, wer du bist und alles. Und sind wir bald da? Hast du dazu noch irgendwas zu sagen und so? Nicht mehr lange. Also, der Weg dauert nicht mehr lange, willst du mir sagen? Och. Oh, wart mal. Wo bist du? Wo bist du schon wieder? Der rennt weg, der rennt... Okay, er bleibt stehen, das heißt, er schreibt wieder irgendwas. Was denkt sich Minator aus? Ist es überhaupt ein Er oder ist es ein Sie? Ah, der Wald namens Ficht hier ist Mangrovius Archenia. Okay. Interessanter Name für einen Wald. Aber
liegt es hier im Wald, weil der den schon alleine benennt und alles. Und ich hoffe schon, dass es auch was Größeres ist. Digga, warum bist du so schnell? Ich möchte doch nur dir folgen. Ja, hi. Okay, da schallt wieder was. Wie geht's dir eigentlich, Sloth? Mir geht's gut, auch wenn ich sehr verwirrt bin, warum du mich hier mitbringst. Also, ich verstehe die ganze Welt nicht mehr. Das ist schön. Ja, ich finde es auch schön, dass es mir an sich relativ gut geht. Warum bist du hier in die... Geht's hier rein? Okay, hallo. Also... Lass mal die Tür auf. Ich meine, da hat sie nicht umsonst offen gelassen. Tada! Willkommen in der guten Stube. Das ist deine Stube gegen die Mumien. Das ist deine geheime Basis, dein geheimer Ort gegen die Mumien. Ja, ist sie nicht cool? Ja, cool und so. Geh dann mal wieder. Also, ja. Ach ja. Was ist? Bevor ich es vergesse. Was hast du mir zu sagen, Minator? Sedina hat deine Stadt angegriffen. Wie meinst du das? Er hat meine Stadt angegriffen. Genau hier und jetzt. Also während wir hier und jetzt sind, hat er die Stadt angegriffen. Gib mir mehr Kontext. Gib mir mehr Kontext. Wie meinst du das, Stadt angegriffen? Er wollte dir zeigen, wie schwach deine Freunde sind. Wie meinst du das? Hallo, antworte mir! Oh, ich wollte nicht auf dich drauf. Antworte mir! Wie meinst du das, wie schwach meine Freunde sind? Ich hab dich so gesehen vor dem Tod gerettet. Leute, komm mit. Ja. Okay, ich lasse wieder die Tür offen. Ich glaube, dein Haus jetzt. Ich soll hier drin wohnen. Warum kann ich nicht einfach in dem Haus wohnen, in dem ich jetzt bin? Ach ja, du kannst mal nach Überlebenden schauen. Wie meinst du das, nach Überlebenden? Wir sind gerade erst aus der Stadt gekommen, die kann doch nicht zerstört sein. Wie meinst du das, nach Überlebenden schauen? Leute, will er mir sagen, der hat mich mitgenommen und währenddessen ist ein Angriff von den Mumien passiert. Sag ihnen aber vorerst nichts hiervon, die Mumien könnten sonst von hier erfahren. Ach, cool. Ich lasse also meine Freunde zurück in einer, wie du sagst, angegriffenen, zerstörten Stadt. Das wäre alles. Bye, bye. Wie das wäre alles? Leute. Wie meint der das mit? Die Stadt wurde angegriffen. Können wir nächste Folge zur Stadt schauen? Ich hoffe, euch hat diese sehr verwöhnende Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, wenn nicht, dann nicht. Und dann würde ich sagen, ciao, Leute.